Es war einmal, vor langer, langer Zeit, noch vor dem Tod der Michelle Kiesewetter, eine unbekannte weibliche Person. Die ward im ganzen Land gefürchtet unter dem Namen UWP. Doch keiner kannte ihr Gesicht. Niemand hatte sie jemals gesehen. 16 Jahre lang zog UWP unheilstiftend durch die Republik. 1993 erdrosselte sie ein armes, altes Mütterlein in Ida Oberstein, heimtückisch mit einem Blumendraht. 2001 erwürgte sie einen guten alten Mann in Freiburg. Sie brachen heimelige Wohnhäuser und prächtige Firmengebäude ein und nahm an sich, was ihr gerade gefiel. Der Soko-Einsatzkönig hatte schon 6 wackere Sonderkommissionen ausgeschickt, um UWP zu finden und das Land endlich von Angst und Schrecken zu befreien. Diese Sonderkommissionen trugen die herrlichsten Namen. Da gab es die Soko-Parkplatz, die Soko-Zelle, die Soko-Georgia, die Soko-Sankt Georgen, die Soko-Schlinge und eine Soko aus Österreich, die keinen Namen hatte. Diese Sonderkommissionen arbeiteten Tag und Nacht. Sie machten 16.000 Überstunden und befragten Hunderte von Menschen. Doch es half nichts. Denn niemand wusste, wer UWP war. Keiner kannte ihr Gesicht. Alles, was man von ihr hatte, war eine kleine feine Spur, die sie überall hinterließ. Eine DNA-Spur. Doch diese Spur fand sich in einem riesigen Umkreis von über 400 Kilometern in Deutschland, Österreich und Frankreich. Mal auf angebissenen Keksen, mal auf aufgeschnittenen Wohnungstüren und mal auf einer Drogenspritze, die auf einem Spielplatz ein Kind verletzte. Und während der Soko-Einsatzkönig und seine Ermittler sich immer tiefer und tiefer in dem wirren Dickicht aus rätselhaften Hinweisen und widersprüchlichen Zeugenaussagen verstrickten, setzte die unbekannte weibliche Person ihren Todeszug durch die Republik fort. So war sie beteiligt an dem Mord an 3 georgischen Mafiosi und an einer Diskoschlägerei im oberösterreichischen Linz. Und das war seltsam. Denn in beiden Fällen schwören Tatzeugen, dass sie dort nur Männer gesehen haben. Jetzt wusste der Soko-Einsatzkönig, UWP konnte auch ihr Geschlecht umwandeln. Sie war weder Mann noch Weib. Auch brauchte sie kein Zuhause, denn sie übernachtete mal in Weingartenhäuschen, dann in Gartenschuppen, war heute hier, war morgen wieder dort und erschoss schließlich in Heilbronn die arme Polizistin Michelle Kiesewetter. Darüber geriet der Soko-Einsatzkönig in solch große Angst, dass er sämtliche Weise und Wahrsager des Landes zusammenrief, um nach einer Lösung zu suchen. Doch niemand wusste einen Rat. Nur ein alter, weiser Mann, ein Professor aus Münster, der dachte eine Zeit lang nach und sagte, die Watte. Habt ihr an die Watte gedacht? Niemand hörte auf ihn. Und UWP, nach dem Mord an Michelle Kiesewetter von vielen Menschen nur noch schaudernd das Heilbronner Phantom genannt, hörte nicht auf. Sie brachen einer Schule im Saarland ein. Sie stahl Motorräder, Laptops, Gucci-Uhren, vertickte Airbags. Die Watte! Denkt an die Watte! Rief der Professor immer wieder. Und auch die namenlosen österreichischen Ermittler riefen, die Watten, Herrgott, sag es ist die Watten. Und endlich! Nachdem UWP 39 Taten in 16 Jahren ungehindert begangen hatte und Millionen Euro Kosten später, da schickte der Soko-Einsatzkönig einen Beamten nach Bayern. Und der Beamte sah sich dort eine Zeit lang vorsichtig um und gelangte schließlich zu einem alten, großen, unheimlichen, bayerischen Turm. Und den stieg er hinauf, immer höher und höher, mit klopfendem Herzen stieg er die enge Wendeltreppe Stufe um Stufe empor, bis er zu einer kleinen Türe kam, die zu einer Kammer führte. Und in dieser Kammer, da saß ein kleines altes Mütterlein, das verpackte emsig Wattestäbchen. Eins nach dem anderen, Stäbchen um Stäbchen, um sie dann an die baden-württembergische Polizei zu schicken, die sie für ihre DNA-Tests brauchte. Und weil das alte Mütterlein jedes Wattestäbchen so sehr lieb hatte, gab sie ihm, bevor sie es auf die Reise schickte, einen kleinen Kuss. Und weil die Wattestäbchen so rein und weiß aussahen, gebrauchte die baden-württembergische und auch jede andere Polizei sie jahrelang, ganz ohne vorher die Gebrauchsanweisung oder eventuelle Warnhinweise zu lesen,
für ihre DNA-Tests. Und das war eine der größten Ermittlungspannen der deutschen Nachkriegszeit. Denn die DNA der UWP stammte von einer 71-jährigen Wattestäbchenverpackerin. Und das ist doch erstaunlich, wenn man bedenkt, dass dies einer der größten und teuersten Polizeieinsätze war, die es jemals gab. 5 Staatsanwaltschaften, 6 Sonderkommissionen, über 100 Ermittler suchen 16 Jahre lang nach einer Täterin, die es gar nicht gibt. Und morgen erzähle ich euch, wie der Soko-Einsatzkönig den Entführer der kleinen Peggy fand. Also nicht fand. Also er fand.